Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blind Gaming Review, dieses Mal aufgenommen im Rahmen der Unterstützergala für den Retro-Spiele-Club in Hamburg. Heute habe ich für euch ein komplettes Blind Playthrough vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Spiel Parodius Nonsense Fantasy, ein Shoot'em-up aus dem Hause Konami und meines Wissens auch der einzige Teil aus der Parodius-Reihe, der auch hier in Europa erschienen war. Es gab nämlich drei Spiele, Gokuju Parodius, dann Yikyo Oshabri Parodius, Parodius DA, beziehungsweise Parodius DA war auch als Nonsense Fantasy zumindest in Europa oder den USA bekannt. Und das Spiel werde ich mittels Cheatcode durchspielen. Das Spiel kann man auf leichtester Schwierigkeitsstufe zwar einigermaßen blind spielen, man kann die erste komplette Welt schaffen, aber um wirklich noch mehr rauszuholen, lohnt es sich, einen Cheatcode anzuwenden, der einen unsichtbar macht. Wer sich wundert, warum ich an der einen oder anderen Stelle etwas mehr erzähle, gerade wenn es um die Menüs geht, das mache ich, weil, ja, falls jemand zuschaut, der oder zuhört, der selber blind ist und das mal ausprobieren möchte, soll er natürlich auch die Chance haben, das nachvollziehen zu können. Genau, ich starte einmal. Schnell Mene ein Viertel neu starten. Ja, ja. Die Sprachausgabe von RetroArch, der Emulator, den ich hier verwende, aber die wird sonst nicht mehr im Spiel zu hören sein. Der Startscreen besteht aus zwei Reihen. Oben ein Player, zwei Player, darunter Options und Lollipop. Das ist noch ein Zusatzlevel, den es hier gibt. Einmal nach unten gegangen und mit Start bestätigt ist man in den Optionen. Und hier kann man in den ersten zwei Reihen sozusagen einstellen, ob man wie viel Leben man haben möchte und den Schwierigkeitsgrad. Auch wenn ich mit Cheatcode spiele, um auf Nummer sicher zu gehen, stelle ich mir trotzdem die Anzahl der Leben einmal nach oben. Denn ich hatte es auch schon ein, zwei Mal, dass man den Code zweimal eingeben musste. So, Schwierigkeitsgrad. Ja, wir machen es uns auch mal etwas einfacher. Mit Start einfach bestätigen. Im Optionsmenü übrigens, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, dreimal nach links, einmal nach unten und nochmal dreimal nach links. Dann hat man die Einstellung, so wie ich sie jetzt habe. Ich bestätige einen Player. Im nächsten Screen kann man das Flugzeug, Raumschiff, wie auch immer auswählen. Es gibt vier an der Zahl. Ich nehme das unterste. Im nächsten Screen wählt man, ob man automatische oder manuelle Steuerung haben möchte. Damit ist aber nicht die Steuerung gemeint des Schiffs, sondern wie auch bei den Gradius-Spielen und auch bei Pop and Twinbee, welches ich bei der letzten Gala vorgestellt hatte, kann man hier nämlich Glocken sammeln. Und je nachdem, wie viele man zusammen hat, damit dann sein Waffensystem etwas aufstocken oder sich ein Schutzschild freischalten. Und das wird in der Standardeinstellung automatisch geschehen. Es gibt aber, und das werde ich auch gleich zeigen, an der einen oder anderen Stelle durchaus die Möglichkeit, auch da manuell einzugreifen, um sich noch einen zusätzlichen Laser freizuschalten. Der ist nämlich bei der automatischen Schaltung nicht mit drin. Einfach bestätigen. So. Jetzt Spiel pausieren und dann auf dem Gamepad folgende Tasten drücken. Linke Schultertaste, rechte Schultertaste, hoch, X, rechts, A, links, Y, runter, B, A, Y, R und weiterspielen. Und wenn das alles so geklappt hat, wie ich mir das denke, dann dürfte mir jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Die erste eingesammelte Glocke aktiviert meistens immer. Ah, so klingt es übrigens, wenn man eine einsammelt. Und wenn was aktiviert wird, das haben wir ja gerade gehört. Missile ist ein zusätzliches Waffensystem.
brauche noch zwei, um einen Laser zu aktivieren. Man kann einfach übrigens von oben nach unten steuern, Steuerkreuz nach links dabei halten. Und dann kommt man eigentlich recht gut durch. Eine noch. Jetzt kommt ein Katzenschiff, ein Raumschiff, irgendwas ein bisschen aussieht wie eine Katze. Hört mal. Das soll das Miauen sein. Ja, Tierfreunde sollten bei diesem Spiel nicht ganz so genau hinschauen. Es gibt viele tierische Endgegner, die man hier überwinden muss, nenne ich es mal. Und generell hat Parodius sehr viel Anleihen, sag ich mal, aus, ja, nicht nur aus dem Gradius-Universum, sondern du kommst ja manchmal, glaube ich, wenn du das Spiel sehen kannst, schon vor wie in einem Comic. Also was hier alles durch die Gegend fliegt und dich attackiert, das hat schon echt Cartoon- oder Comic-Charakter. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Pinguin. Und übrigens, wenn man den Endgegner trifft, macht es ein Geräusch. Na. Genau, dies. Das ist, wenn man den Gegner trifft, das kommt an vielen Stellen hier. Es gibt zwei, dreimal, ich sag mal, eine Abweichung. Werdet ihr aber auch später hören, vor allem. Das war ein zusätzliches Leben, was wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. So, unaufhaltsam geht es weiter in die nächste Welt, ohne Zwischensequenz oder irgendwas. Und in jedem ersten Level einer Welt hat man so ein bisschen die Möglichkeit, erstmal wieder ein bisschen Energie zu tanken. Aber irgendwie habe ich es gerade verpasst, scheinbar. Und eigentlich kannst du hier so ein paar Items einsammeln. So zum Beispiel. Aber da waren eigentlich noch mehr. Aber na gut. So, jetzt geht's weiter mit einem Zirkus. Zumindest habe ich das in einer Beschreibung im Netz gefunden. Und dieses Level ist eigentlich ein bisschen tricky, denn hier ändert sich an ein, zwei Stellen die Steuerung. Man steuert nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts. Aber mit Cheatcode und wenn man somit unbesiegbar ist, geht das auch so ganz gut. So, jetzt laufen unten im Laufband sämtliche Zusätze durch, ob nun Schutzschild oder was auch immer. Und die kann man mit der Taste Y dann auswählen. Wenn man Pech hat, trifft man jetzt das Falsche und dann ist alles weg. Das ist schon mal gut, glaube ich.
Ja, jetzt kommt was, das wohl auch ein wenig aus irgendeinem Gradius-Spiel geklaut wurde. Man muss hier aufpassen, dass man nicht irgendwie versehentlich zertreten wird. Und wer sehr empfindlich ist, was Jugendschutz anbelangt, der am besten wegschauen. Eigentlich soll man nämlich hier oder wird empfohlen, zwischen den Beinen der Frau zu bleiben. Zweimal muss sie noch schreien. Dann sind wir durch. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Wunderbar, wir sind durch. Nächster Endgegner. Ein Adler, der aber komischerweise Geräusche macht wie ein Kuckuck. Wenn man ihn denn mal treffen würde. Ah. Und auch den hätten wir. Aha. Es geht weiter in die nächste Welt. Ihr merkt am Soundtrack, der ist sehr klassisch angelegt. Da kommen später noch ein paar sehr bekannte Melodien. Wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir nicht sicher, sind wir jetzt im Eispalast? Oder im Eiscreme-Palast? Das trifft es dann wohl eher. Okay. Einmal Roulette spielen, entweder alles oder nichts. Und es ist alles weg. Man kann übrigens das Roulette, so nennt sich das nämlich, was wir gerade hatten, auch ausstellen. Und das heißt, einmal wieder von vorne alles sammeln.
irgendwo im Spiel muss man auf Gebisse schießen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier schon ist oder ob das in der nächsten Welt kommt. Wie gesagt, in Parodius gibt es alles Mögliche und Unmögliche an Gegnern, Items und... Also das macht dann wirklich seinem Namen und dem Vorhaben, eine Parodie zu sein, wirklich alle Ehre. Nächste Welt. Auf geht's in Welt Nummer 5. 7 gibt es übrigens an der Zahl.
An der Musik merkt man schon, die hatten wir nämlich vorhin schon einmal, ist wieder ein Endgegner. Ach nein, nicht schon wieder Roulette. Ah, okay. Das geht ja. Nein. Thank you.
Man muss hier in die Augen treffen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das war's auch schon. Das müsste jetzt die letzte Welt sein.
ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Die Verarbeitung von klassischen Melodien oder dieses volksmusikähnliche Gedudel, was wir jetzt hier haben teilweise. Nein, nicht schon wieder. Okay, es ist definitiv noch nicht die letzte Welt, das letzte Level. Daran merkt man aber auch mal, dass man bei so Dingen wie Spielbeschreibungen, Levelbeschreibungen im Netz auch vorsichtig sein muss, obwohl es ja eigentlich nicht so schwer sein sollte, da das Richtige hinzuschreiben. Thank you.
Thank you.
Oh, ich glaube, wir sind für einen Augenblick mal theoretisch unbesiegbar, aber das sind wir so oder so. Manche der Items, wenn man sie nämlich anschießt, verändern die Farben. Und dann kann es sein, dass man für 30 Sekunden entweder größer wird oder unbesiegbar, so man keinen Cheatcode verwendet hat. Okay, ich glaube, wir sind definitiv jetzt am Ende angelangt. Ja, ist klar. Ja, das ist der Endgegner. Das war der Endgegner. So viel dann zu Parodius Nonsense Fantasy, wobei es noch eine Bonuswelt gibt. Die muss man auch nicht freispielen. Die kann man vom Startscreen aus starten. Die kann ich euch zumindest auch einmal kurz anspielen. Ob dort der verwendete Cheatcode funktioniert, werde ich gleich testen. Aber dann zumindest habt ihr dann das Level Lollipop, so heißt es, einmal gesehen. Na, kommt noch was? Ach, es geht tatsächlich noch mal weiter? Oder sind wir wieder ganz am Anfang? Ja, okay. Das Ganze nochmal von vorne, das brauchen wir aber nicht. Moment. Fortsetzen. Neu starten.
Schnell Mena ein Viertel neu starten. So, einmal unten, einmal nach rechts. Bei Lollipop hat man auch nur ein Leben, komischerweise. Aber ich versuch's mal. So, das war links, rechts, hoch, X, rechts, A, links, Y, runter, B, A, Y und R. Und dann schauen wir mal. Und siehe da, der Cheatcode für Invincible, also Unbesiegbarkeit, funktioniert auch für das Bonuslevel.
Das war gerade ein Versuch. Denn in den Optionen steht bei der Steuerung nämlich, dass man mit Knopf A auch noch eine Rakete zünden kann. Und entweder hatte ich eben beim Durchgang zu wenig eingesammelt, um das zu können, oder diese Funktion gibt es nur in dem Bonuslevel. Und natürlich gibt es auch hier einen Endgegner. Schade, ich hätte mir die Rakete für hier aufheben sollen. Ah, macht aber nichts. Das war's. So viel zu Parodius Nonsense Fantasy. Ein wirklich gelungener Shooter aus dem Hause Konami, der seinem Namen Nonsense Fantasy an vielen Stellen wirklich alle Ehre macht.